Guten Moin und Hallo. Willkommen zurück beim Kaschia. Sind wir wieder. Wir haben Reaktor gekühlt. Ja. Und ich bin heute ein bisschen happy. Ein kleines bisschen happy. Ja, Ziel erfüllt. Was ist denn jetzt? Also ein bisschen happy ist der kleine Kashi, weil... Haben einen großen, großen Blumentopf. Da sagen schon die ersten Topfgurken. Beziehungsweise Topfgürkchen, moin. Ja, da gucken schon so zwei winzige kleine Blätter raus. Zwei kleine Stänkchen. Das macht mich irgendwie ein bisschen stolz, ne? So. Endlich wird mein schwarzer Daumen mal grün und da wächst was. Also ein bisschen freu ich mich schon. Vor allem ich und meinen schwarzen Daumen. Den Daumen des Todes. Man könnte sogar sagen, wenn bei mir mal was wächst, ist das der kleine Pensi in der Hose oder ja, die Leichenberge. Naja, tatsächlich geht mal was anzubauen. Das macht mich stolz. Da bin ich ein bisschen happy. Aber ich bin mega happy. Ich bin tatsächlich gespannt, wie so kleine Topfgurken wo sind. Da freue ich mich richtig drauf. Und neben den üblichen an Lauch und Schnittlauch, ich meine, Topfgurken. So geil. Da habe ich die Samen entdeckt und habe mir direkt gedacht, das brauchst du. Das willst du haben. Werden sogar fingergroß. Also bin ich echt gespannt drauf. Ja? Hinter mir spawnen oder was? Nee. Soll ich eigentlich lang? Yep. Jetzt mal im Ernst, wo soll ich überhaupt lang? Nö. Habe ich aus deinem Teleport rausgeschossen? Oh, super. Finde die militärische Übertragungskarte. Kackvieh. Die militärische Übertragungskarte. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. So eine Karte wie eine EC-Karte oder so, oder ein Schlüssel. Und ich muss ja sagen, Spiel, du bist vorhersehbar geworden. Geh in eine Ecke, ist ein Gegner und da kommt direkt der nächste Gegner, weil hinter der Wand. Vorhersehbar.
Das soll nicht heißen, dass du mich jetzt demnächst richtig erschrecken sollst. Das soll es nicht heißen. Ich brauche Licht. Licht. Wo bin ich? Komm, ohne meine Taschenlampe bin ich gar nichts. Zwei Stück. Was macht diese Maschine? Außer Rohre von A nach B. Okay, ich glaube, sie tut Rohre von A nach B transportieren. Ich glaube, mehr tut das Ding tatsächlich nicht. Und jetzt tut's gar nichts mehr. Da liegen Schild und Medipackers, kann ich mir mal vormerken. Ja, deswegen. Genau deswegen. Der war vor 5 Minuten, scheiße. Wieso habe ich jetzt eine Granate in der Hand gehabt? Meine Fresse. Kannst du doch mal verraten, warum ich jetzt eine Granate in der Flosse hatte? Sagen, willst du wohl aufgehen? Kann ich jetzt nicht nachvollziehen, warum ich jetzt echt eine Granate in der Hand hatte. Kann ich mir selber nicht erklären. Na, tot. Ja, aber da hab ich... Jetzt keine Ahnung. Ja, anscheinend kann man dich durch deinen Teleport so halbwegs erwischen. Lappen. Hatte ich denn gedrückt irgendwie aus Versehen? Hier, ne? Ja, Jetzt die einzige Erklärung. Oh, dich habe ich vergessen. Au, mein Nacken. Au. Fuck. Das tat jetzt weh. Ich hab das Scheißding so vergessen. Oh, jetzt bin ich so zusammengezuckt vor Schreck. Oh, das tut weh. Das tut einfach weh. Sachen, die ich schon bereits erwartet habe, tue ich anscheinend nicht mehr erwarten. Ah, Mann, bin ich gut. Aber auch dumm. Ich meine, ich habe es erwartet gehabt. Und jetzt habe ich es nicht mehr erwartet. So, Dickerchen ist tot. Wie behindert bin ich eigentlich?
Wie behindert bin ich manchmal? Ah. Hauptsache, ich bin jetzt nicht wieder so blöd und nutze die Granate. Worüber der jetzt herkam? Meine Fresse, ey. Er hat das Fass hinter mir geschlagen, ne? Ah. Ich merke den Kashi. Mehr speichern. Viel mehr speichern. Also wenn sie das treffen, explodieren sie sofort. Gut zu wissen. Irgendwo was? Außer irgendwas, was klingt, als ob ein Riese atmet. Und zwar mit seinem Arsch. Wenn wir in Anlagen und plötzlich lebendig werden, kann ich das auch verstehen. Fand ich es vorher weiß. Ach, Kacke. Hey. Kacke. Hier rüber. Sie haben uns erwischt. Ich weiß nicht, wie weit ich es noch schaffe. Hier, nimm die Übertragungskarte. Hier können wir nicht bleiben. Es ist nicht sicher. Wir müssen los. Was? Ah! Was ist dieses Teleport-Vieh? Ist euch schon mal aufgefallen, dass in vielen Spielen die NPCs einfach aussehen wie Asiaten? Ist das schon mal aufgefallen? Mir ja. Damit hätte ich laufen. Ha! Also kein Teleport, der macht sich nur komischerweise unsichtbar irgendwie. Man hört ihn laufen. Speichern lieber. Ist so ruhig. Perfekt. Lass mal Munitionscode. Steve Herber, Wartungstechniker. Seit Private Swenson ausgeflippt ist, auf den Getränkeautomaten geschossen und sich dann mit einer Plasmakanone angezündet hat, sind wir alle etwas nervös. Wir von der Wartung hatten das ja kommen sehen. Und als der verdammte Automat seine Credits nicht nehmen wollte, tickte er aus. Fluchte wie wild. Sah schon witzig aus, wie die Maschine hochging. Aber bevor wir reagieren konnten, hatte er genug Plasma in sich reingejagt, um ein ganzes Bürogebäude mit Energie zu versorgen. Vom Kopf war ja nicht mehr genug da zum Wegräumen, bloß noch Dampf. Nicht schön. Für keinen. Tja, also ich weiß, dass wir wegen der psychischen Probleme in der letzten Zeit zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen brauchen. Aber wenn die Wachen anfangen, verrückt zu spielen... Ich weiß nicht. All diese zusätzlichen Waffen und Munition... Brauchen wir wirklich so viel Feuerkraft? Ein paar von uns haben dann alle nicht gesicherten Plasmapatronen weggeschlossen, die wir finden konnten. Der Code ist 734. Ich glaube, heute Nacht schlafen ja alle etwas ruhiger, in dem Wissen, dass sie weggeschlossen sind. 734? Meine Fresse. Ich setze schon meine Brille auf. Ah. Was hast du denn noch erwartet, Opa, ne? Dass du jemals ohne Brille sein kannst? Ach, Fresse. Ah!
Ich bin noch ganz, Scheiße, sitzt schief. Also Steve, ich bin noch ganz aufgewühlt. Ein Vorfall mit Svensson. Wenn ich in die Augen schließe, sehe ich immer noch seinen Gesichtsausdruck vor mir. Nachdem das Plasma ihn traf und bevor sein Kopf sich im blauen Dampf auflöste. Ich weiß nicht, ob ich je wieder schlafen kann. Du schaffst es garantiert. Wahrscheinlich bist du tot. Ich konnte ihn nie leiden. Und ich weiß auch nicht, wer verrückt genug war, ihm ein Plasmagewehr in die Hand zu drücken. Aber so sollte niemand abtreten müssen. Am schlimmsten ist, dass ich viele gesehen habe, die noch überreizter waren als Svensson. Svensson. Es muss etwas geschehen. Ach, leck mich am Arsch. Nächstes Mal sollten wir die Munition in einen der Schließfächer einschließen. Leg du den Code fest. Mach eine Meldung rüber. Spring ich mal in den Zeilen, meine Fresse. Ach komm schon. Leute, das ist kein Paketbrief, sondern eine Chance für jeden von uns, ein kleines Mädchen zu retten, das einer schweren, tödlichen Krebsart leidet. Bitte schickt den Brief an jeden, den ihr kennt oder auch nicht kennt. Kleine Mädchen hat nur noch 6 Monate und ihr letzter Wunsch lautet, einen Kettenbrief an alle zu schicken, um ihnen zu sagen, sie sollten ihr Leben wohl auskosten, denn sie selbst kann es nicht mehr. Sie würde nie ihren Abschluss erleben, die Schule abschließen oder heiraten oder eine Familie gründen. Schickt den Brief also so oft weiter wie möglich und gebt ihr und ihrer Familie etwas Hoffnung, denn die UAC spendet 3 Credits für jeden Namen, an den dieser Brief geht, für ihre Behandlung und Heilung. Einer hat den Brief an 500 Leute. Weil da drunter Leute steht. Ach, Ficknäule. An 500 Adressanten geschickt, also können wir ihn zunächst an 5 oder 6 Leute schicken. Na los, Leute, wenn ihr begeistert seid, um 10, 15 Minuten davon, um ihn durchzuscrollen und an alle weiterzuschicken, denkt daran, dass es eines Tages auch euch treffen könnte. Und hier geht's nicht um eure Quelle, sondern nur um eure Zeit. Bitte helft dem kleinen Mädchen. Leute, ich weiß, ihr könnt es mit die Besten. Wie war das gerade noch? Leute, das hier ist kein Kettenbrief. Und weiter unten, das ist ein Kettenbrief. Fick dich doch. Hier? Warum lese ich die Scheiße überhaupt vor? Das muss ich nicht mal. Ehrlich gesagt will ich es eigentlich auch gar nicht, aber ich mach's trotzdem. Besonders ich versuche es mit meinen sehr schlechten Augen. Oder nicht rein? Schade. Ich könnte da rein. Ich muss ja nicht umsonst eine Brille tragen, aber ich versuch's wenigstens. Allein schon, dass ich es versuche, das kann man mir positiv anrechnen. Ich meine, selbst wenn ich meine Brille wieder mal verlege oder meine beste Freundin sie versteckt. Und das macht sie gerne. Versuch's. Oh, hey, euch kenne ich doch. Da wart ihr damals rund, fett und hässlich. Und nur ein Auge. Und Feuerbälle schießen sie immer noch. Schade, dass die Mars-Aktivitäten so kurz sind. Ich habe Hoffnung, dass nochmal ein längerer Abschnitt hinzukommt. Ich habe Hoffnung. Ich
Ich hab kein Wort verstanden, du dummer Idiot, aber danke. Ich hab mal. Wollte mich verarschen. Ich habe jetzt gerade echt nicht verstanden, was der Typ wollte. Marine irgendwas? Keine Ahnung. Ich habe es nicht verstanden, weil alles auf mich geschossen hat gerade. Wenn man nachladen, wäre wohl sinnig. Und speichern. Naja, kommt da dieser Fettsack rausgekrochen. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt gesagt hat. Kann ich das irgendwie in meinem PDA nachlesen, was er gesagt hat? Mit Winter? Was? Was ist der? Soll ich mal finden? Oh, lol. Erreicht die Kommunikationsanlage, aber Milch, ne? Ich habe keine Ahnung, was er gerade gesagt hat. Marine irgendwas. Da hat man, würde ich jetzt mal echt behaupten, warum wurde es gerade rot? Ja. Aber ich würde sagen, da hat man den Trigger für den Audio-File einfach scheiße gesetzt. Wenn ich Gegner eingefügt und nicht mal nachgedacht, von wegen, das könnte der Spieler wahrscheinlich nicht hören. Ach du Scheiße. Ja! War das bitte? Normal, dass irgendwelche Pensis nach mir schnappen? Padas. Willst du am besten gar nicht mehr wissen? Guck ich mir höchstens im Replay an, was für ein komisches Penisvieh mich da schnappen wollte. Oh, komm schon. Stirb doch einfach. Ich hab keine Ahnung, was das war. Meine Fresse, lieber speichern. Fick dich. Was ich eigentlich mit der Vertragungskarte, frage ich mich gerade. Aber wie war das gerade mit dem Mars-Abschnitt? Hier haben wir wieder einen Mars-Abschnitt. Wir sollten speichern. Aber weil es so richtig und wichtig ist. Ah, Luft. Weg. Luft, 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 Luft,
Und der Lift ist das da. Boah, war das knapp. Noch 4 Einheiten Sauerstoff gehabt. War jetzt echt knapp. Ach, schau mal einer an. Komm mal her, guck. Mit dem bisschen Muni bin ich zufrieden. Der stöhnt hier. Wow, du hast das voll überlebt. Ich habe gerade noch irgendwo ein anderes Stöhnen gehört. Ich frage, wie hat das überlebt? Ich glaube, das warst du. Ist tot. Also munitionstechnisch sieht es gerade ein bisschen dünn aus. Finde ich. So ein bisschen, ne? Kleines bisschen. Au. Ah, dein Auto gefahren. Aber jetzt wollte er mich nerven, ne? Jetzt würde nerven. Meine Fresse, ne? Da ist gerade ein Auto vorbeigefahren. Allein die Tatsache finde ich besorgniserregend, weil der Passagier ist wahrscheinlich tot. Und ich werde hier immer noch alleine rumgurken, oder? Nein, es hat einfach abgehauen. Okay. Arschloch. Du hast mich mitnehmen. Hättest mich mitnehmen können. Dumme Sau, du. Natürlich. Wo will er hinfahren? Auf Mars. Oh. Ein kleiner Pinsi. So, nächster. Geh doch mitten rein, ne? Um ihm zu zeigen, welcher der Boss ist, nicht wahr? Ne? Das ist so ein typischer Kashi-Move. So rein in den Gegner. Bin hier der Boss. Habe ich die passende Karte? Transengert. Den brauche ich. James Holiday. Hey James, wo bist du? Du bist hoffentlich nicht gerade weggefahren. James, oh Mr. James. Ich hoffe, sie sind hier. Da habe ich auch gerade geguckt. Ich glaube, das ist James. Ah! Ey, willst du mich verarschen, Typ mit der Kettensäge? Noch einer! Thank you.
fragen, wo ich die Kettensäge her, aber ich weiß noch, wo ich die gerade her hab. Kettensägespaß. Der Bier-Wertuf. Der Bier-Wertuf. Ein Biberzahn. Was mich jetzt voll erschreckt, ne? Aber diesmal habe ich nicht ins Mikrofon geschrien. Gott sei Dank. Aber erschreckt hat er mich trotzdem. Oh, Mr. Beavers. Was war das? Was war das? Oh! Ich glaube, hier geht Höllen-Action ab. Danke fürs Licht. Oh, das sollte ich nicht machen, das quietscht dauer. Au, mein Ohr. Nein, das mache ich nicht. Mal. Eigentlich zu klein. Stirb fallen. Ja? Gefällt mir das Ding. Gefällt mir. Artefakttransport. Was für ein Artefakt. Audiolog von Controller James Holiday vom 24. September 2145. Aufgrund der Transportprobleme am Standort 3 hat der Vorstand zwei formelle Untersuchungen eingeleitet. Die erste beschäftigt sich mit Gewichtsbeschränkungen und besserem Schutz der Artefakte am Standort 3. Unsere Ausrüstung... Scheiße, verdammt! Das ist ein PDA. Ich mach das später fertig. Verdammte Kettensägen, ja. Hey James, was sollen wir mit den ganzen Kettensägen machen? Bald kommen zwei Lieferungen mit weiterem medizinischem Material. Und wir brauchen den Platz. Komm zu loben, dass jemand diese Dinger falsch verschickt hat. Ich kann mir nichts Nutzloseres vorstellen als eine Kettensäge auf dem Mars. Jedenfalls musst du mir helfen, diese Biberzähne loszuwerden. Naja, so nutzlos sind sie jetzt zum Glück nicht. Die UAC hat alle Forschungen an Standort 1 eingestellt, einschließlich der McNeil-Projekte. Es sollte unverzüglich Vorkehrungen für den Transport und Lagerung nützlicher Ausrüstungsgegenstände getroffen werden. Bezeichnet Transportaufsicht. Die ist toll. Die ist wirklich toll. So, schon mal. Auch keine Granaten nachladen. Ja, schon mal vorbereiten mit Nachladen. Weil 33 Minuten, wir machen heute Schluss, aber erstmal hier alles wieder auffüllen. So. Also, wir machen heute Schluss. Mal speichern. Vielen Dank fürs dabei sein, Akashi. Lasst mir ein schönes Jahr kommen, über Like. Ich leg mich jetzt wieder aufs Sofa, weil mir tut der Rücken scheiße weh. Hab euch lieb. Bis zum nächsten Mal und tschüss.